Wir sind Gerhard Natur. Natur und Gerhard. Natur Gerhard. Also schön, dass Natur ihr Gerhard, in der sind. Praxis doch gleich Schaber stehen. Also für mich geht es viel darum, Gefühle, aktuelle Gefühle, vielleicht von einem persönlich, aber vielleicht auch von einem aktuellen Thema zu präsentieren oder zu durchleben. Es geht nicht darum, dass das Publikum genau das sieht, was wir sehen oder was wir in dem Moment fühlen. Es geht mehr darum, dass man vielleicht ein Grundthema versteht. Ich glaube, dass Tanzen was sehr Menschliches ist oder was sehr Natürliches. Und ich glaube, das ist was sehr Empfängliches. Es ist eine Art, sich auszudrücken. Also, es ist eine Art Sprache, ja, doch, würde ich auch sagen. Manche sagen ja, Tanzen fängt schon damit an, sobald du eine bewusste Bewegung machst. Ich denke, sobald man etwas erzählen möchte, etwas darstellen möchte, etwas sichtbar machen möchte, in dieser Art von Sprache, ist es Tanz so. Sobald du deinen Körper dazu benutzt, etwas zu erzählen. Du durchlebst es, du kommst der Substanz, mit der du dich da befasst, kommst du näher sozusagen. Meiner Meinung nach braucht Tanz jetzt keine Bühne, um Kunst zu sein. Es ist ja immer ein Dialog zwischen Publikum und dem Künstler. So. Und da, zwischen den beiden, da entsteht ja die Kunst. Also es gibt keine typisch männlichen tänzerischen Bewegungen, keine typisch weiblichen. Jeder Mensch ist total anders und jeder Mensch tanzt anders und da gibt es keine Übereinstimmung. Also das richtet sich nicht nach dem Geschlecht, das ist eine Persönlichkeit. Kunst könnte eigentlich die weiterführende Schule, die Aufgabe der weiterführenden Schule übernehmen. So. Das ist die Bildungseinrichtung sozusagen für alle Menschen. So. Die Welt vielleicht nicht, aber die Menschen, die sich über die Welt Gedanken machen. Und die ändern dann hoffentlich mit die Welt.